Es ist Gift. Impfskeptiker in den USA. Auf dem Land in Tennessee scheint man sich einig. Lass dich vom Doktor im Himmel beraten. Fast nirgends wird so wenig geimpft wie hier. Ich persönlich will nicht das Versuchskaninchen sein. Impfstoff liegt ungenutzt in den Apotheken. Heute ist niemand gekommen. Und doch kämpfen auch hier Menschen darum, andere aufzuklären. Willkommen, wir sprechen heute darüber, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen. Herdenimmunität, das ist das große Ziel der US-Regierung. Doch wie realistisch ist das? Vor allem im tief religiösen und republikanischen Süden des Landes. Dieser Mann verschreibt Tee gegen Corona. In den Kräuter- und Lebensmittelladen von Walt Cross kommen viele Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht. Eine Kundin hat mich angerufen und sie hat mir gesagt, ich glaube, ich sterbe. Ich sagte, hey, was ist das Problem? Sie meinte, sie könne nicht atmen. Da habe ich ihr gesagt, hol dir Wollkraut, daraus kannst du dir einen Tee machen. Dann habe ich sie am nächsten Morgen wieder angerufen und sie sagte, ich kann wieder atmen, es ist viel besser geworden. Wir sind am Fuße der Appalachen, im Norden von Tennessee. Die nächste größere Stadt ist über eine Autostunde entfernt. Im kleinen Kräuterladen trifft sich die Nachbarschaft. Walt Cross ist gegen Masken und gegen Impfungen. Ein gutes Immunsystem und eine gesunde Ernährung, das helfe gegen Corona. Die Menschen hier vertrauen Walt Cross und Walt Cross vertraut auf Gott. Ich rate den Leuten zu beten. Sie sollen Gott fragen, was zu tun ist. Gott ist mächtig. Und wenn du betest und der Heilige Geist rät dir, dich impfen zu lassen, dann lass dich impfen. Wenn er dir aber rät, es zu lassen, dann lass es. Aber lass dich vom Doktor im Himmel beraten. Die meisten hier kaufen seit Jahren bei ihm ein und die meisten wollen sich nicht impfen lassen. Ich glaube, jeder sollte das für sich selbst entscheiden. Die, die es nehmen wollen, können das tun. Man weiß so wenig über die Nebenwirkungen. Ich bin 34 Jahre alt. Deswegen habe ich kein hohes Risiko zu erkranken. Ich verstehe die Gründe dafür, sich impfen zu lassen. Aber ich persönlich will nicht das Versuchskaninchen sein. Für Walt Cross und seine Kunden ist klar, niemand soll ihnen hier Ratschläge geben. Vor allem nicht die Demokraten, die für ihn alle Sozialisten sind. Wir erheben uns und machen klar, sagt uns nicht, was wir tun sollen. Wir sind frei in Amerika. Wenn ihr Sozialisten sein wollt, geht woanders hin. Aber macht mich nicht zum Sozialisten. Und die Leute hier widersetzen sich, weil sie stark und frei sein wollen. Greenville, Tennessee. Republikanisch, weiß und tief religiös. Auf 15.000 Einwohner kommen hier 100 Kirchen. 80% haben vergangenes Jahr Donald Trump gewählt. Die Impfquote liegt deutlich unter dem US-Durchschnitt. Im Old Oak Tap Room am Stadtrand trifft sich Greenville zu Bier, Baseball und Burger. Als wir hier das Thema Impfen ansprechen, wird es emotional. Totale Bullshit. Warum denken Sie das? Das ist doch Gift, das Sie dir in deinen Körper spritzen. Die müssten mich dafür schon festhalten. Mich kann keiner zwingen. Lieber gehe ich ins Gefängnis, bevor ich mich impfen lasse. Ich brauche mehr Zeit, aber meine Eltern, sie haben es bekommen. Sie sind etwas älter und das sind die Leute, die geimpft werden müssen. Was da drin ist, kümmert mich nicht. Besser als dieses Zeug Corona zu bekommen. Als erstes waren wir absolut dagegen. Wir wollten uns nicht impfen lassen. Aber dann hat das Virus meine Familie erwischt. Also haben wir uns umentschieden und haben uns die Impfung geholt. Ben Murphy ist bereits geimpft. Er betreibt die Bar nebenbei. Hauptberuflich ist er Lehrer an der High School in Greenville. Er bekommt die Diskussionen in der Kneipe jeden Tag mit. Sich einmischen oder gar bekehren will er aber niemanden. Für mich ist das eine persönliche Entscheidung. Die Leute können sich impfen lassen oder eben nicht. Wenn man das macht und etwas Schlimmes passiert, nun ja, du wolltest es so. Wenn man sich nicht impfen lässt und etwas Schlimmes passiert, auch dein Ding. Es sind unsere Entscheidungen. Dieses Land respektiert das. Persönliche Entscheidungen führen zu persönlichen Konsequenzen. Und jede Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen. Ich hoffe, die Leute verstehen das.
Das Thema Impfen wird im Oak Old Taproom heiß diskutiert. Was sie hier allerdings eint, ist die Ablehnung der beiden Regierungen in Washington und ein prinzipielles Misstrauen gegen alles, was von dort kommt. Auf einem Hügel nicht weit entfernt steht die Kirche der Free Will Baptistengemeinde. Erst seit kurzem empfängt Prediger Billy Gregg die Menschen wieder persönlich zum Gottesdienst. Ein Jahr hat er den nur online abhalten können. Doch auch in seiner Gemeinde sind viele skeptisch. Ich will es nicht nehmen, außer sie zwingen mich bei der Arbeit. Warum nicht? Ich habe Angst zu sterben. Ich mag Impfungen nicht. Jedes Mal, wenn ich mich impfen lasse, bekomme ich das Virus. Zum Beispiel bei der Grippeimpfung. Da bekomme ich immer die Grippe. Ich weiß auch nichts über Nebenwirkungen. Ich versuche, ihnen die Ängste zu nehmen. Die Menschen hören alles Mögliche. Zum Beispiel, dass ihnen ein Chip eingepflanzt wird. Sie sagen, damit die Regierung sie verfolgen und orten kann. Ich sage Ihnen, die Regierung könnte euch doch jetzt schon orten, wenn sie das wirklich wollte. Und zwar mit einem Handy. Billy Gregg ist die Person, um die sich hier alles dreht. Ein Mentor, eine Eminenz. Die Menschen vertrauen ihm. Er hat sich impfen lassen. Doch andere vom Impfen überzeugen, selbst ein Vorbild sein, das will er nicht. Versuchen Sie, die Leute zu ermutigen? Nein. Warum nicht? Das sind alles erwachsene Menschen. Ich habe versucht, Gerüchte wie die von den Chips zu zerstreuen. Aber meine Enkelin zum Beispiel, sie heiratet kommenden Samstag und hat sich noch nicht impfen lassen. Sie arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit und ihr Arbeitgeber sagt, sie soll es machen, sonst verliert sie ihren Job. Und so singen sie gemeinsam in der Free Will Baptistengemeinde. Die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Die mit Maske und die ohne. Jeder auf seine Weise. Die Herdenimmunität jedenfalls, hier scheint sie fast unerreichbar. Das merken sie auch in Corley's Pharmacy. Seit 90 Jahren eine Institution in Greenville. Hier könnte man sich impfen lassen, doch heute haben sie keine Kundschaft. Arissa Kapp erzählt uns, dass sie letzte Woche nur 20 Dosen verimpft hat und zeigt uns dann, dass sie eigentlich viel mehr Impfstoff hätte. Was ist das? Das sind zwei Kartons mit Moderna-Impfstoff. Da sind 10 Ampullen mit jeweils 10 Dosen drin. Insgesamt 200 Dosen. Aber die will im Moment niemand? Heute ist niemand gekommen und wir haben auch keine gebuchten Termine. Aber wenn jemand kommen würde, hätten wir sogar noch 40 weitere Dosen im Kühlschrank. Wenn wir die rausholen, können wir sie nach 30 Minuten sofort verimpfen. 240 Dosen Corona-Impfstoff, doch niemand will sich impfen lassen. Das, was wir im Kleinen in Greenville erleben, sieht man zurzeit überall in den USA. Die Impfgeschwindigkeit geht massiv zurück. Der Grund: zu den 19% Impfverweigerern kommen 15%, die noch zögern, skeptisch sind. Ein Problem für die US-Regierung, die eigentlich gerade ein neues Ziel ausgegeben hat. Bis zum 4. Juli wollen wir 70% der Erwachsenen mit zumindest einer Dose versorgt haben. 160 Millionen Amerikaner sollen vollständig geimpft sein. Ein ehrgeiziges Ziel. Zu ehrgeizig? Joe Biden traf sich deswegen diese Woche mit 8 Gouverneuren. Neben der Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren ging es vor allem um die nachlassende Impfgeschwindigkeit. Denn nicht nur weiße Republikaner zögern, auch bei Latinos und Schwarzen stockt die Impfkampagne. Die Regierung will jetzt noch mehr in die Communities gehen, aufklären und vor Ort impfen. Wichtig sei jetzt, dass man sich Zeit nehme für die Menschen, sagen Expertinnen. Wenn man diesen Menschen Raum gibt, auch ihre falschen Vorstellungen zu erzählen, und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt für ein Gespräch, indem man erstmal zuhört und dann vielleicht Sachen aufklärt, dass auch sehr, sehr viele von den insbesondere Konservativen in den USA, die oft solche falschen Dinge glauben, dass sie dann ihre Meinung ändern und auch sich impfen lassen.
Darum kümmern sich Leute wie er. Zurück in Greenville bei Dr. Theo Hensley, hier geboren und aufgewachsen. Unermüdlich kämpft der Arzt darum, die Menschen über die Corona-Impfung aufzuklären. Willkommen, wir sprechen heute darüber, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen. Theo Hensley beantwortet jeden Tag Fragen der Community, online bei Facebook und offline im Krankenhaus in Greenville. In Tennessee wollen die Leute nicht gesagt bekommen, was sie zu tun haben. Je mehr man sie drängt, desto weiter entfernen sie sich. Und so redet Theo Hensley viel in diesen Tagen und beißt oft genug auf Granit. Ich finde, dass das mit der Impfung sehr schnell ging. Ich bin mir nicht sicher, ob sie so viel daran geforscht haben, wie ich mir das wünschen würde. Doch manchmal schafft er es, den Menschen die Ängste zu nehmen. Karen Heppner war sich bisher unsicher, hatte Angst davor, sich impfen zu lassen. Ich habe noch keine Impfung. Ich wollte erst mit ihm reden und sehen, was er darüber denkt. Okay, aber du vertraust mir. Ja. Warum vertraust du mir? Weil du mir schon oft geholfen hast. 10 Minuten nimmt sich Theo Hensley Zeit, Karen alles in Ruhe zu erklären. Werden Sie sich jetzt impfen lassen? Ja, ich werde mich impfen lassen. Ja, super. Ich mache hier einen kleinen Impftanz. Danke, ich werde es mir holen. Dr. Theo Hensley kämpft weiter. Jeden Tag, sagt er, bis alle geimpft und damit außer Gefahr sind. Hier in seiner Heimat in Greenville, Tennessee.